Hey Leute, bevor das ganze Video beginnt, noch eine kleine Triggerwarnung. Das Video könnte eventuell und nein, es wird etwas gruseliger. Das heißt, wenn ihr empfindlich seid bei sowas, dann nur unter Aufsicht eurer Eltern zuschauen. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim Video. Da ist Hagiwagi. Ich habe Hagiwagi gefunden. Und weglaufen vor. Hagiwagi verfolgt mich, Freunde. Hagiwagi verfolgt mich. Ich muss hier weg. Ey, das ist echt creepy, ne? Da! Hey Leute, was geht? Claudio hier! Freunde, heute bin ich ganz alleine. Und ich muss sagen, ich habe auch ziemlich Angst. Also ich muss auch sagen, Danja, Katja und René haben sich davor gedrückt. Also es gibt momentan so ein... neues Spiel, das nennt sich Puppy Playtime. Dort geht es um Hagiwagi und das Ganze soll ziemlich gruselig sein. Ich bin echt gespannt, wie das Spiel sein wird. Ja, falls ihr noch nicht Hagiwagi kennt, dann könnt ihr euch gerne darüber informieren. Oder ihr könnt mir in die Kommentare vielleicht, und wenn ihr, vor allem wenn ihr Hagiwagi kennt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, wer das ist und warum der auf einmal so im Trend ist. Und ja... Ich muss sagen, ich habe ziemlich Angst, weil ich habe schon ein bisschen was über ihn gehört und jetzt spiele ich das Spiel und ich habe schon ein bisschen Angst, muss ich euch ehrlich gestehen. Ich gehe einfach mal rein. Okay, Chapter 1. A tight squeeze. Okay. Everyone thinks the stuff disappeared 10 years ago. We are still here. Find the flower. Okay. Okay, Freunde, ich bin anscheinend hier in der verlassenen Fabrik. Und ich muss die Blumen finden. Okay, der Rechner scheint aus zu sein. Ich bin auch jemand, ich kann mir eigentlich so gruselige Filme eigentlich anschauen. Das Problem ist aber, ich glaube, wenn es so Spiele sind mit Jumpscares, da kann ich mir das Ganze, glaube ich, nicht angucken. Okay, da oben ist eine Eisenbahn. Aber komisch, dass die Eisenbahn immer noch funktioniert. Das erschreckt mich gerade ein bisschen. Geht die Kasse noch? Kann man vielleicht Geld klauen? Ich möchte Geld haben. Ich meine, die Kasse liegt ja hier, das ist ja mein... Warum? Okay. Ist das gerade aus dem Schrank geflogen oder bin ich dagegen gelaufen? Ah, ich bin dagegen gelaufen. Oh, Freunde, kennt ihr das, wenn ihr so Spiele spielt und ihr wisst, es wird gleich gruselig, dass ihr schon Angst habt? Freunde. Ach, hier ist ein süßes Plüschtier. Oh, ein cooles Plakat. Freunde, ich muss sagen, ich habe... Wir kommen hier nicht rein. Okay, aber warum nicht? Ich brauche anscheinend so einen Farbcode. Okay. Ich brauche anscheinend so einen Zahlencode. Aber wo finde ich den denn jetzt? Oh, okay. Cool. Hier rein und jetzt? Okay. Ja, und welche... Ja, toll. Und welche Farben brauche ich jetzt? Mich interessiert, welche Farben ich da eingeben muss. Das interessiert mich mehr. Ja, Freunde, ich muss doch wissen, welche Farben ich da eingeben kann. Ich will da durch. Ja, toll. Och, es wird doch hier ziemlich windig, Freunde. Vielleicht gelb, blau, rot. Gelb, blau, rot. Grün. Gelb, blau, rot, grün. Gelb, blau, rot, grün. Gelb, blau, rot, grün. Nee. Was sind denn die Farben? Vielleicht gibt es auf dem Boden irgendwelche Zahlen. Warte, grün, pink, gelb, rot. Ah, vielleicht die Eisenbahn. Grün, pink. Nochmal grün, pink. Gelb, rot, grün, grün, pink, gelb, rot, grün, gelb, pink, rot, grün, gelb, pink, rot, grün, gelb, pink, rot, okay. Vielleicht das ja. Grün, gelb, pink, rot. Nee. Ja, welcome, ich brauche einen Zahlencode.
Ja, raus kann ich ja auch nicht, Freunde. Ja, ich finde den Zahlencode nicht und raus kann ich ja auch nicht. Was soll ich machen, Freunde? Ich kann hier nichts machen. Freunde, es kann doch nicht sein. Schaut mal. Es können doch nur die Farben sein. Ich meine, das bewegt sich, also kann es eigentlich... Ah, ich habe, glaube ich, gerade gelb als erstes gemacht. Grün, pink, gelb, rot. Freunde, grün, gelb, pink, rot. Dann, ach so, ich habe, glaube ich, erst gerade pink gemacht. Oh, oder war das umgekehrt? Warte mal. Grün, grün, pink, gelb, rot. Ja! Oh mein Gott, Freunde, ich glaube gar nicht, wie ich Gänsehaut am Körper habe. Ich habe gerade echt Angst. Also wirklich. Okay, hier ist nur ein Raum. Ah, das war eine DVD. Claudio. Claudio! Okay. Anscheinend brauche ich jetzt das Grab Pack. Aber wo finde ich denn das Grab Pack? Oh, hier. Cool, ich habe es dann. Ah, ich weiß jetzt, wo wir hin können. Ich weiß, wo wir hin können, Freunde. Schaut mal, ich zeig's euch. Schaut mal da oben. Da ist auch eine Hand. Boah, Claudio ist klug. Oh nein. Freunde, ich habe richtige Gänsehaut am Körper. Ihr glaubt mir gar nicht. Und da ist Hagiwagi. Ich habe Hagiwagi gefunden. Oh, da ist ein Schlüssel. Oh mein Gott, ich habe so Gänsehaut am ganzen Körper. Einfach, weil ich weiß, es kommt gleich irgendwas. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Stuff only. Okay. Freunde, ich bin eigentlich nicht so ein schreckhafter Typ, aber anscheinend, wenn du weißt, es kommt gleich irgendwas, dann konzentrierst du dich darauf und dann wird ja... Ah, nee, das sage ich lieber nicht, denn das ist Strom. Aber Freunde, da ich weiß, es kommt gleich irgendwas, habe ich noch mehr Angst. Okay. Oh. Ah, ich kann Power kriegen, okay. Und jetzt? Ah, okay. Schaut mal, wie klug Claudio ist. Freunde, ich bin manchmal echt klug. Ah, okay. Und der Strom läuft wieder. Cool. Und jetzt? Oh nein, Freunde. Wo ist Hagiwagi hin? Wo ist diese riesige Spielfigur hin? Oh nein. Ich brauche den zweiten Arm anscheinend. Auch zu. Ah, jetzt geht der Strom endlich. Super. Wo ist die Hagiwagi-Figur? Freunde, hier sitzt, glaube ich, nicht, aber ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, Freunde. Ich will gar nicht weitergehen, aber ich muss. Die Tür ist auf. Die Tür ist zu. Oh, Freunde, ich will gar nicht. Gibt es hier was irgendwie dahinter? Oh nein, warum ist es hier denn so dunkel? Oh nein. Was war das denn? Okay. Ich bück mich mal. Oh nein, Freunde, warum ist es hier denn so dunkel? Ein Bild von Hagiwagi, ja! Okay, Hagiwagi, lass mich in Ruhe, bitte. Freunde, ihr glaubt mir nicht, ne? Ich bin eigentlich nicht so, aber ich habe so Angst. Ich habe wirklich so eine Angst gerade. Das glaubt ihr mir gerade nicht, okay. Okay, eine DVD müsste irgendwo sein. Okay, wo ist hier eine DVD? Wir müssen eine DVD suchen, Freunde. Ich brauche eine DVD. Okay. Da tut sich was. Da tut sich was. Das ist mein anderer Arm. Super. Super, das ist der andere Arm von mir. Super. Ja, jetzt habe ich auch den rechten. So. Das heißt, theoretisch kann ich jetzt da einmal drauf drücken und da. Hä? Ja. Super. Oh, do not enter danger. Ach, ich kann hier gar nicht durch. Ich muss die Maschine anscheinend zum... oh. Wo kommt das denn jetzt her? Hä? Freunde, wo bin ich denn jetzt hier gelandet?
Okay, Freunde. Ich hab's geschafft. Jetzt geht's hier hoch, Freunde. Ich hab grad richtige Angst. Ihr glaubt's mir gar nicht. Ist irgendwas hinter mir? Nee. Oh nein, oh nein, oh nein, Freunde. Ich bin richtig schreckhaft gerade. Okay. Was war das denn? Hey, was war das? Spielzeuge. Was? Schon wieder? Puh. Okay. Oh! Spielzeuge schon wieder. Oh, Freunde, ich hab... Wo bin ich jetzt hier? Okay. Oh. Wo bin ich hier? Ja, Freunde, okay. Anscheinend sind hier Puppen jetzt, also Spielzeuge. Ja, die Maschine funktioniert, aber wo bleibt denn mein Spielzeug? Da, okay, das Spielzeug ist hier. Wow, was ist das denn für ein Spielzeug? Es ist ein... Sieht aus wie eine Katze. Okay, jetzt muss ich warten. Die Katze geht jetzt da rein. Da kommt nämlich hier, da kommt es raus. Ach cool, ich stelle gerade Spielzeug her. Okay. Was passiert jetzt? Cool, die Katze sieht aber süß aus, die will ich haben. Die schenke ich Danja, aber Danja liebt ja Katzen. So, die schenke ich Danja. Komm raus. Kann ich die nehmen? Oh, ich habe die jetzt aufgenommen. Was mache ich jetzt mit der Katze? Oh, warte mal. Nobody leaves without toy. Kann ich jetzt hier packen? Oh ja, guck mal. Die Katze wird gescannt und jetzt? Cool. Ach, hier konnte ich mir tatsächlich eine Katze selber bauen. Beziehungsweise ein... Wird das zu? Auch zu? Oh! Oh nein. Ich habe Gänsehaut am Körper, Freunde. Das bitte rausschneiden. Das bitte rausschneiden. So, ich weiß jetzt, was auf mich zukommt. Das heißt... Nein, ich lauf weg. Oh nein, Freunde. Wo laufe ich denn hin? Ich lauf hier hin. Ich muss weglaufen vor... Huggy Wuggy verfolgt mich, Freunde! Huggy Wuggy verfolgt mich! Ich muss hier weg! Ah! Oh mein Gott! Was ist ein Spiel? Okay, let's go, Claudia. Jetzt schaffst du es aber. Huggy Wuggy verfolgt mich, Freunde! Huggy Wuggy verfolgt mich! Schaut mal, wie gruselig er kommt. Aber okay, jetzt kann er mir nicht hinterherkommen. Oder? Ich laufe einfach schon. Ich habe Angst vor ihm. Ich glaube einfach schon, ich brauche einen Vorsprung. Freunde, es hört sich so gruselig an, wie er mich verfolgt. Oh nein, da war er! Und da kommt er schon! Lauf, Claudio, lauf! Da geht's weiter, okay, super. Mann! Ah! So, Freunde, jetzt probieren wir es nochmal. Wirklich, ich halte das nicht mehr aus. So. Jetzt laufen wir wieder hier raus. Und Huggy Wuggy kommt schon wieder. Er verfolgt uns. Huggy Wuggy, nein, ich muss weglaufen. So. Freunde, man denkt sich jetzt, man ist hier sicher vor Huggy Wuggy, weil er ist ja so groß, er kann hier nicht durch. Schaut mal. Huggy Wuggy. Freunde, ich habe mir René zur Unterstützung geholt. Nicht wundern. Schau mal, René. Okay, er kann nicht rein. Ja, super, er kann nicht rein. Ja, super. Dann können wir entspannt gehen, oder, René? Da! Da! Guck mal da! Guck mal da, René! Warte. Ah! Oh mein Gott. Ey, das ist echt creepy, ne? Oh, guck mich die ganze Zeit schon. Boah, ich bin froh, dass ich das Video nicht gemacht habe. Ich habe richtig Angst. Ich versuche die ganze Zeit, meine Bett zu laufen. Ich muss los, ciao! Ciao, René. Oh nein, ich versuch's nochmal, Freunde. Huggy Wuggy! Okay, da kommt er schon wieder. Freunde, ich probier's jetzt nochmal. Ich werde das Ende schon schaffen. Wie oft habe ich gebraucht? Kennt ihr das? Man braucht einfach manchmal, einfach öfter. Das ist aber nicht schlimm, das ist ja ganz normal. Da kommt er wieder. Okay, ich seh dich schon. Was ist das?
Er kommt! Oh, oh nein, oh nein, oh nein, oh! Oh nein, hab ich es geschafft? Ja, ich hab's geschafft, Freunde, ich hab's anscheinend geschafft. Huggy Wuggy ist weg, Freunde, ich hab's geschafft. Jetzt befinde ich mich aber auf dieser Ebene, so, jetzt muss ich irgendwie nur noch rausfinden. So, Freunde, war es das jetzt mit Huggy Wuggy? Ich kann nicht mehr, Freunde. Ich halte das nicht mehr aus, ich muss hier raus. Okay, hier ist eine Sackgasse, ich muss hier raus. Da geht's raus, da geht's raus, ich sehe schon. Run, run, run. Ja, ich laufe schon. Run, run, run. No, run. Ja, run, no stop. Okay. Okay. Freunde, was befindet sich denn hier? Oh, Freunde, ich halte das nicht aus. Also, ich muss sagen, die Rätsel waren cool, aber das am Ende war mir halt zu viel. Ich gucke, ob Huggy Wuggy noch hinter mir ist. Nee. Okay, das ist jetzt ein Raum. Was ist da? Warum ist hier so ein ruhiger Raum? Okay. Oh, ich hoffe, jetzt kommt nicht Huggy Wuggy oder so wieder. Ah, Freunde, das ist die erste Puppe. Das war ja die erste Puppe von Huggy Wuggy. Das war ja die erste Version. Freunde, das war Puppy Playtime. Oder eher gesagt, Huggy Wuggy. Ich habe Chapter 1 durchgespielt. Ich bin auch froh darüber. Freunde, wenn ich Chapter 2 spielen soll, oder wenn es René oder Danja oder Katja übernehmen sollen, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Ich bin mit den Nerven völlig fertig. Ich kann nicht mehr. Ich beende das Video jetzt und ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann schreibt's in die Kommentare. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.